Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Varioland. Ja, der nächste Kurs, Nummer 34. Oh nein. Ich möchte den Feuerhelm, den Drachenhelm, wie auch immer Helm, bitte behalten. Nein, hau ab. Nee, hau ab. Bleibt die da unten? Ja, die bleibt da unten, so wie es aussieht. Na, umso besser. Blödes Mistding. So. Nein, nein, nein. Nicht den Knoblauch. Ich möchte wirklich den Feuerhelm, den Drachenhelm. Ah, doch, kann ich damit antriggern, so wie es aussieht. Oder? Nee. So, und jetzt. Kann ich den eigentlich hier mit dem... Ja, das geht. Endlich. So, tschüss. Oh, ein Glück. Ich kann die blöden Seepferdchenviecher doch killen irgendwie. Ah. Hier sieht es so aus, wenn ich da jetzt rechts in den Raum gehe, dass da ein Schalter ist, dass hier das aufgeht. Ich weiß nicht warum. Könnte sein. Nö. Nö, der arme Vogel. Ja. Na, wenigstens ist die Wolke nicht hier. Die blöde. Die blitzschleudernde. Oh ja. Huch. Ich wollte eigentlich die Münze da. Die Münzen. Ja, gut, ist auch okay. Habe ich zu spät gesehen, dass das der Jet ist. Naja. Ich wollte eigentlich die Münze einwerfen und spring stattdessen. So. Nee. Okay, erstmal hier rechts lang. Mal sehen. Okay. Es wird langsam ganz schön hoch hier, ne? Hoch hinaus. Nein, danke. Ich möchte mal sehen, was auf der linken Seite ist. So. Genau hier nämlich. Na, wusste ich doch. Noch ein paar andere Abzweigungen. Okay. Hier ist... Ah, okay. Gut, dass ich schon mal hier lang gegangen bin. So. Dann jetzt aufpassen. So, so. Ja, doch, der Feuerhelm ist ganz praktisch. Dann muss ich jetzt erstmal die beiden vorbeilassen. Ja, hau schon ab. Ja, lass mich doch in Ruhe. Geh. Ah, gut. So. Ich schätze mal, wenn ich jetzt hier oben hingehe, dass dann da einmal für den Schatz diese Tür ist. Denn den Ausgang hatten wir ja eben gerade gesehen. Ah, na also. Perfekt. Eine Faust. Ein Baseballhandschuh. Hm. Oder der Kopf von dem einen Typen von Alex the Kid. Oh nein, ich habe schon eins übersehen. Oh, ich mag sowas nicht. Ich werde dann im Nachhinein, wenn ich es selber nicht finde, gucken. Nachsehen, wo das ist. So. Und ja, ich bediene mich da tatsächlich auch an YouTube, dass ich da richtig sehen kann, wo fehlt mir denn dieser Schatz. Denn ich habe leider immer das Problem, wenn ich lese, wo ich hin soll, dann kriege ich das nicht richtig hin. Hey, nein. Nein. Hand. So. Wenn ich lese, wo ich hin soll,
Und, ja. Ich krieg das nicht in meinen Kopf. Ich muss das sehen. Ist genauso wie bei Mathe. Wenn man mir sagt, nimm das mal das plus das durch das. Überforderung pur in meinem Kopf. Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß, wo der Schatz sein könnte. Na, hier. Da, wo der See jetzt wieder trockengelegt wurde. Mal gucken. Nö. Ja, genau. Denn hier waren wir auf jeden Fall nicht. So. Hehe. Na also. So, stirb. Da hätte ich den Jet, aber ich hätte gerne den Drachenhelm weiterhin. Den Feuerhelm. Helmchen. Entschuldigung. Sehr schön. Ah, verdammt. Blödes Mistvieh. Stirb. Okay, dann hole ich mir jetzt doch den Jet. Oder? Ja, doch. Naja. Aber gut, dann brauche ich wenigstens nicht nachgucken, wo das Teil ist. Ah, da unten rechts habe ich schon so Piranha-Pflanzen gesehen. So. Okay. Ja. Ich möchte den Schlüssel bitte vorsichtig hier ablegen. Gut. Links möchte ich nicht riskieren. So. Vorsichtig erstmal runter. Niemals zu sehr überstürzt in einen Untergrund springen. Nein, verdammt. Oh. Ja gut, wenigstens gleich Knoblauch. Stimmt, in eine richtig gute Tomatensauce gehört auch Knoblauch. Wer da sagt, nee, pfui, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Ja, ich weiß, da sind Geschmäcker wieder unterschiedlich, aber ich meine, kommt schon, Tomatensauce plus Knoblauch. Wie kann das nicht funktionieren? Nein, Mist. Scheiße. Oh, Mist. Ich wollte gerade den Stern einsammeln. Oh nein, wieder von vorne. Stimmt. Oh, das wird jetzt ein wenig dauern. Habe ich wenigstens den Helm wieder? Nein, ich wollte darauf. Nö, kann ich nicht. Zumindest nicht so. Oh, das war knapp. Sind das überhaupt pfiffige Maulwürfe oder was sind das? Ja, doch, der Jet. Oh, komm schon. So. Gut. Und bloß den Schlüssel nicht vergessen. Vor allem, was ist das bitteschön für ein Schlüssel? Der nur einen so einen Zacken hat. Ein Zinken. Da. Ja. Warte mal. Ah, oh, schade, fast. Wie er sich da jetzt runterquetscht. Ja, zum Glück despawnt der Schlüssel ja nicht. Das wäre ja noch schöner. Ah, nein! Mist. Mist. Ah, gut, sind ja eh nur Münzen da oben. Münzen, Münzen, Münzen. Okay, da ist der Schlüssel zum Glück. Nee, hau ab. Oh, du blödes Mistvieh. Oh.
Diese blöden Maulwürfe, was soll das? Die sind kacke. Da kann ich auch nicht rüber. Oder zumindest nicht unbedingt sicher. Waren ja auch nur Münzen. Danke. Sehr schön. Ich möchte erstmal hier oben lang. Nee. Gut. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich auch da unten den Schlüssel wiederfinde. Oh, schade. Hab ihn fast damit erschlagen. Nee. So. Oh nein, meine Nase. Ah, oh, schon wieder. Juckt schon wieder. Ah. Moment, hier. Zack. Ich denke mal, dass da oben nichts drinne sein wird. In der Tür höchstens halt nur wieder Münzen oder sowas. Aber ich möchte trotzdem einmal nachgucken, ob da was ist. Denn es kann ja auch ein... Ja genau, hier oben war doch der Checkpoint, richtig. Sowas verändert sich halt nicht, zum Glück nicht. Ja gut, den Schlüssel müsste ich sowieso dann nochmal holen. Aber das geht. Hauptsache, ich bin dann wenigstens einigermaßen voran hier in dem Level. Moment. So. Ja, komm, nehme ich halt die Münzen soweit mit. So. Ja, dauert zwar länger, aber die Münzen kann man ja auch gebrauchen dann. Erstmal hier. Wusste ich doch. Na also, jetzt kann ich die auch noch so mitnehmen. Und gut ist. Okay, hier war ich zuletzt, genau. Und dann diese Kack-Maulwürfe hier. Abgrund. So. Hehe, sehr schön. Und zack. Ihh, eine Maske. Sieht aus wie so eine Clownsmaske. Gut, ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt N oder O ist, dann, ja, wäre bei mir Feierabend gewesen, dann hätte ich wirklich nachgeguckt. Nicht unbedingt jetzt in der Aufnahme, ist klar, aber an sich. Haben wir die Münzen? Ja. Ja, die eine. Ah, und jetzt wäre man da unten auch gut hingekommen. Okay, so, bitteschön. Gut. Super. Ja doch, das unten sieht wirklich aus wie so eine, wie so ein Baseballhandschuh. Naja, wer weiß. Aber gut, habe ich mich wenigstens daran erinnert, so ungefähr da unten, da war doch was. Kurs 35. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Lorenlevel kann man es nennen. Oh, vor allem bei Donkey Kong waren die schlimm. Oh, hier bei dem ersten. Hier, Donkey Kong Country 1, genau. Und wie gesagt, bei dem Spiel, da muss ich mal gucken, ob ich das spiele oder nicht. Weil ich das, ja. Ich habe es neulich tatsächlich mal angespielt und... Ah, es ist okay. Da ich jetzt, bei einigen Sachen weiß, wo das ist, wie das da zustande kommt und so. Naja, das geht dann. So. Okay, dann hier. Ey. Als ob du jetzt was verstecken würdest hier. Man weiß ja nie. Entwickler können echt fies sein, was das angeht. So. Wie man an diesen Viechern hier sieht. Nein. Ah, verdammt. Bitte haut ab. Scheiße.
Wie gut, dass ich eben den Checkpoint mitgenommen habe. Hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, die 10 Münzen. Waren das 10? Ich glaube ja. Ja, ist gut. Tschüss. Okay, dann... einmal den überspringen. Zumindest so. Gut. Und weiter geht es. Nö. Das war ein wenig zu knapp für meinen Geschmack. Oh, ich kann mich auch noch gut dran erinnern an Super Mario Bros. Nummer 3. War das, glaube ich? Ja, doch, der dritte. Da gab es dann auch so eine Autoscrolling-Level und die waren da richtig Mist. Vor allem, wenn das dann diese Flugschiff-Level sind, sag ich mal. Komm. Na, verdammt. Schade. Ente. Hau ab. Haha, ist noch gestorben. Man hat's noch gehört. So. Nö. Verdammt. Oh, ich muss aber springen. Ja, toll. Oh. Diese Kackenten. Na, jetzt wieder vom nervigen Checkpoint an. Ey. Ich bin über dich drüber gesprungen. Du Vollpfosten. Nein, hau ab. Ey. Ich konnte mich nicht weiter bewegen. Was soll das? Oh, wie ätzend. Ich konnte mich eben überhaupt nicht weiter bewegen. Oh, danke, wenigstens ein Leben dazu bekommen. Ich hatte den eben in der Hand, wollte jetzt so nach rechts gehen, damit ich jetzt vor dem Links dann geschützt war. Und was ist? Nö, ich konnte nicht weitergehen. So. Ich hasse die Maulwürfe hier. So, Ente. Ente tot, alles tot. So. Hau ab. Sehr schön. Genau, jetzt hier wieder rüber. Hops. Darauf. Wieder runter. Hier hinauf. Diesmal bitte so rum. Sehr schön. So, und jetzt aber. Hau ab. Kaffee. Ah, hier, die hatte mich dann eben getötet. Oh, hier könnte ich jetzt was anderes noch gebrauchen. Nein. Komm schon. Oh, schade. Hätte mich nicht gewundert, wenn da jetzt irgendwie eine Tür gewesen wäre oder so. Oh, dann bräuchte ich hier im Grunde den Flammen. Nee, den, oh, Drachenhelm. Hau ab. Geh, sterben. Nein, hau ab. So, kleiner Kloß, du. Zack. Oh. Eigentlich logischer wäre es, wenn ich jetzt wieder zurück könnte. Aber nö. Hier, eben hat er schon wieder sich so ein bisschen festgebackt. Ganz komisch. Soll's. Mich würde nicht wundern, wenn wirklich jetzt da ein Geheimnis gewesen wäre. Ah, oder ich glaube, der Stachelhelm wäre sogar noch besser gewesen, oder? Ah, ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls der nächste Bossgegner bei Kurs Nummer 36. Oh nein. Oh, hau ab. Lass mich in Ruhe. Oh nein, so ein Scheiß-Level. Oh, das wird kacke. Okay. Hau ab. Nö.
Muss ja auch gucken, ob da irgendwie eine Tür ist oder so. Oh, das war... Alter, du Mistvieh. Dreimal? Blödes Ding. Da ist eine Tür. Wusste ich doch. Zweimal. Mhm. So. Oh, so ein nerviges Viech, ne? Oh, sehr schön. Danke. Leben. Warum erinnert mich das gerade an Renfield? Leben! Wie er versucht, Insekten zu fressen. Genau, ich habe auch schon... Oder mein Freund meinte auch schon so, weil unser Kater auch immer wieder mal Fliegen frisst, dass wir ihn irgendwann in Renfield umtaufen. Und dieses blöde Mistding hier. Komm schon. Nee, sind die ferngesteuert oder was ist da los? Ja, super. Ich habe mich eben wirklich geduckt. Ja, komm, schieß. Oh. So. So. Ah, die Katzen sind wieder am Kabbeln. Oder genau, der nächste Kater, den wir uns dann holen würden, der dann halt ja, Insekten frisst, den würden wir dann Renfield taufen. Oh nein! Na, danke. Nein! Danke. Gut. Wie konnte ich das überleben? Ist egal. Hauptsache, überlebt. Nee. Nochmal. So ein Kack-Stachelball. Ja, übertreib. Oh, verdammt. Oh, ist nicht weit genug gesprungen. Ach so, ja, hier. Checkpoint. Ja, mal gucken, ob... Ja doch, eigentlich müsste ja dieses große Teil auch wieder aufgefüllt sein, sag ich mal. Wo hier die Leben drin waren. Genau hier. Na? Ja, sieht ganz danach aus. 4 Leben. 7! Oh, ich habe 3 Leben dazu bekommen. Rein rechnerisch gesehen könnte ich mich jetzt wirklich mehrfach... Könnte ich mich jetzt töten lassen und könnte dann immer wieder 2 Leben plus machen. Rein theoretisch. Nee. Jetzt aber wirklich ducken. Oh, manchmal duckt er sich nicht richtig. Das ist so blöde. Nee, nein. Oh, verdammt. Blödes Mistvieh. Ah, sehr schön. Hab mein Leben dazu bekommen. Na, ab. So. Na, rauf da. Er wollte schon wieder nicht richtig hochspringen. Ich glaube, mit dem Jet an sich kann man auch etwas höher springen. So. Zumindest habe ich bisher das immer so gesehen gehabt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Zumindest, wie gesagt, ich habe es so gesehen gehabt. Nee. Ja, schieß. Stachelball, komm. Oh, blödes Mistding. Ich war doch schon da drüber. Nein, hau ab. Nee. Nein, ich wollte noch. Kann ich ihm Geld geben? Nee. Nein, gib her. Aber ich glaube, das ist meistens so eben, ja. Oh, er hat mich paralysiert.
Okay. Ich glaube, wie immer, ich muss einmal Dingens, ja, super. Ich muss die Geister einmal einsammeln und ihn damit dann beschmeißen. Oh nein, von hier wieder. Oh. Oh, Alter! Oh, hab ich mich verjagt. Wie gesagt, jetzt könnte ich, wie gesagt, hier ständig mir die Leben holen. Also wenn ich die Gelegenheit so wie jetzt habe, ist klar, mache ich das auch. Aber ansonsten, ja. Das wäre wirklich eine perfekte Stelle, wie gesagt, zum, jetzt sag ich das schon wieder, zum Offscreen. Oh, ich kann nicht mehr denken. Zum Offscreen Leben farmen. So, jetzt habe ich's. So, gut. Oh, jetzt wieder das Kackding hier. Ja, ist gut. Ich fand den ersten Endboss oder hier diesen Stierboss irgendwie so komplett fehl am Platze, weil ich den so einfach besiegen konnte. So. Die Wolke ist auch anscheinend wirklich schneller als ich. Also immer nur so um ein paar Millisekunden. Aber sie ist schneller. So. Gut. Darf ich jetzt den Helm aber bitte behalten? Das wäre ganz lieb. Gut. Ja, dann nehme ich den Helm. Helmchen. Okay. Oh, jetzt hat er mich paralysiert. Dankeschön. So. Oh nein, nicht schon wieder. Nein. Oh, es ist nervig. Wenn Gegner einen paralysieren können, ist das wirklich mit das Nervigste überhaupt. So, jetzt dürft ihr wieder... Na komm. Oh nein, komm. Komm. Mist. Oh nein. Mist, komm schon. Beweg dich. Nein, nein, nein. Nicht paralysieren. Nein, nein, nein. Das ist unfair. Ist unfair. Ja, komm schon. Ja, besiegt. Haha. Ja, Geld, Geld, Geld. Ich bin so doof. Noch Möglichkeit, immer die großen Münzen mitnehmen. Sehr schön. Na. Bis auf der ätzende Weg vom Checkpoint bis hierher war das soweit in Ordnung. Ja, ich sehe gerade fast 29 Minuten. Ich würde aber noch mal einen Level versuchen. Mmh. Sirup Castle. Also das Sirup-Schloss. Okay, ich versuche noch diesen Level. Kurs Nummer 37, um genau zu sein. Ich frage mich auch, ob es ein anderes Ende gibt, wenn ich nicht alle Schätze gefunden habe. Oh, ich hasse sowas. Ist doch doof. So. Zack. Lass mich raten. Natürlich. Oh, das war sehr knapp. Ups. Oh, diese Entwickler-Heinze. Ich habe langsam das Gefühl, sie mögen Wario nicht. Ich weiß, mit den Mario-Spielen haben sie natürlich um einiges mehr Geld gemacht. Aber trotzdem.
Ja, bitte, Checkpoint. Nimm mein Geld, damit ich da wieder geboren werden kann. Okay, dann hier, hier, hier. Natürlich. Oh. Ist so doof. Nö. Ja, super. Wie soll ich da denn bitte schon ausweichen? Wenn es zu lange mit dem Level hier dauert, dann würde ich das auch, ja, in der nächsten Folge erst machen. Obwohl, ich bin ja schon am Checkpoint. Also so lange kann der Level hoffentlich nicht mehr gehen. Auch wenn dieser super nervig ist. Diese verkackten Stachelbälle. Nein, ich wollte oben lang. Na ja. Gut. Hätte sich jetzt zu mir umgedreht, Alter. Nee, nee, nee. Gut. So. Münzen. Ganz viele Münzen. Ah, verdammt. Ich wollte wieder so rüber dashen. Na gut, das war meine Schuld. Ja, super. Das wollte ich eben auch machen. So. Zack. Ja. Zack. Und da hinten? Ja, fantastisch. Das war knapp. Aber dennoch geschafft. Oh, okay. Seht ihr, was ich meine? Es gibt kein Anzeichen dafür, dass man hier jetzt durch kann. Oder zumindest, ja gut, hier der Boden. Oh, ich hasse sowas. Ach schade, ich dachte, ich kann noch weitergehen. Aber jetzt kann ich das nicht holen, weil ich der winzige Wario bin. Oh, ist das nervig. Ich hoffe, dass, wenn ich da oben jetzt durchgehe, dass ich da nochmal, ja, etwas bekomme, damit ich groß werden kann. Ih, was ist das denn? Ih. Nee. Ich könnte mich jetzt auch sterben lassen, damit ich jetzt, ja, beim Checkpoint wieder rauskomme. Wie man sieht, ist es ja nichts mehr da. Und den kompletten Level möchte ich nicht nochmal machen. Dafür, nee, ist der zu nervig. Naja. Nehmt mir das bitte nicht übel. Denn wenn Level einfach nur noch nervtötend sind. Nee. Stimmt, ich würde hier sowieso nicht mehr raufkommen. So. Nein! Oh, das war so knapp. Weil er da nicht raufspringen wollte. Nee. So. Gut. Sehr schön. Gut. Oh. Natürlich kommt er jetzt da lang, das ist gut. Sollte ich jetzt hier was sehen, so ein Helm? Den würde ich dann wahrscheinlich liegen lassen, aber ich glaube... Ah ne, hier waren ja nur Münzen und Herzen drin. Ah, das war doof. Das war richtig doof und ich glaube, ich darf jetzt schon wieder sterben. Schubs. Schubs. Jupp. Tschüss. Ah, Kabel. Oh, verdammt. Das Kabel hängt unter meinem Fuß. Fest. Jetzt. Jetzt hängt es sonst wo fest. Achso, da. Gut.
denn hier für ein ekliges Geräusch? Naja. Also noch einmal. So. Nee, hier oben rauf komme ich nie und nimmer nochmal. Da wäre es dann Blödsinn, hier das liegen zu lassen. Oh, schon wieder. Er wollte schon wieder da nicht raufspringen. Ja, super. Oh, es ist zum Kotzen, diese Level. Das. Das links war ja hier, genau. Gut. So. Gut. Okay, jetzt hole ich mir den Helm. Falls ich das überhaupt überlebe. Sehr schön. Ach ja. Ja, manchmal ist sowas halt ein bisschen blöde. Dann weiß ich einfach nichts mehr zu erzählen. Ja, danke schön. Tschüss. Nee. Das Viech. Einfach so und runter. Na, das erreichte nicht. Nein, bloß nicht. Langsam und so. Oh, Dankeschön. Und das nur, um diesen Schatz zu bekommen. Moment, kann ich da wirklich nicht lang? Nee. Jetzt aber. Ein Wal. Okay. Eine Brosche oder sowas vielleicht. Ah, sehr schön. Nur noch ein einziger Schatz, dann habe ich alle. Ich würde tatsächlich auch gerne, wie gesagt, mal gucken, was passiert, wenn man eben das Spiel durchspielt. Ohne alle Schätze zu haben. Ich will es einfach nur mal testen. Würde dann quasi an dem Punkt irgendwie mal abspeichern. So. Ja, 8 Münzen nur. Oh, die Folge ist jetzt ein bisschen zu lang geworden, aber das macht nichts. Genau, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, dass euch das gefallen hat. Dieses Video, dieses Projekt bisher. Ja, ihr könnt ja gerne einen lieben Kommentar da lassen. Oder wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Wario Land wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.